So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch und ich habe heute für euch eine kleine, große, wahrscheinlich richtig geile Theorie. Und zuerst möchte ich mal auf das Video vom lieben Zirlo hinweisen, denn er hat schon ein Video gemacht zum Zusammenhang zwischen Armigento und Arceus oder Arceus. Und das werde ich jetzt bloß ganz, ganz kurz anreißen. Ich werde euch das Video aber zum Anfang natürlich gleich unten verlinken, also der erste Link in den Kommentaren, in der Videobeschreibung, draufklicken, angucken. Und oh mein Gott, Leute, Armigento ist ein Pokémon, was sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem legendären Pokémon Arceus zu tun hat, was ihr auch gerade im Hintergrund seht, hoffentlich. Und es gibt viele Theorien, viele Gerüchte und ja, es ist irgendwas dran. Irgendwas ist an diesem Pokémon, was Verbindungen mit Arceus aufweist. Sei es die Fähigkeit im Englischen, nämlich diese RKS-Fähigkeit, heißt eigentlich in Lautschrift nichts anderes als Arceus. Arceus, ja, man könnte das jetzt so miteinander kombinieren und sich denken, okay, RKS-System, Arceus, okay, passt schon mal. Es kann mit seiner Fähigkeit seine Typen, je nachdem, welches Item es trägt, ändern. Welches Pokémon kann das? Genau, Arceus, Arceus. Stimmt schon mal alles ziemlich gut überein. Und dazu kommt noch, dass es zumindest in der Vorstufe Typ 0 einen Helm trägt, welcher gewisse kleine Ähnlichkeiten mit den Ringen hat, die Arceus um sich hat. So, jetzt kommen wir aber von Zirlos Theorie, die eigentlich ziemlich stichhaltig ist, zu meiner Theorie. Und wenn das wirklich stimmt, was ich mir überlegt habe, dann bekomme ich von jedem von euch einen Keks. Und ja, ich zähle nach, Leute, ich zähle eindeutig nach. Passt auf, ich habe mir überlegt, ganz, ganz easy eigentlich. Gladius oder Gladio oder wie der Typ auch heißt von Team Skull besitzt ein Armigento. Armigento wurde erschaffen, ähnlich wie Mewtwo, ähnlich wie Genesect. Es gibt Pokémon, die von Menschen erschaffen wurden, um stark zu sein. In der Beschreibung von Typ 0 steht drin, dass es erschaffen wurde, um legendäre Pokémon zu besiegen. Legendäre Pokémon sind stark, Armigento und Typ 0 müssen stark sein, um diese Pokémon zu besiegen. Was passt da noch ziemlich gut dazu? Genau, dass Armigento seinen Typ ändern kann, je nachdem, gegen welches Pokémon es kämpfen muss. Es kann sich also immer einen Typvorteil machen. Es hat eine Attacke, die immer Step hat und das ist der große Vorteil von Armigento. Was wäre, wenn, und jetzt aufpassen, Team Skull die guten Leute sind in Pokémon Sonne und Mond und Armigento benutzt werden muss, um gegen Team Aether oder die Aether Foundation, nennt sie wie ihr sie wollt, zu kämpfen, weil diese die Ultra-Bestien entfesseln und Armigento mit das einzige Pokémon ist, welches sie besiegen kann. Zum anderen werden wir selbst noch ein Armigento besitzen. Was wäre, wenn wir diesen richtig fetten Plot-Twist haben, dass Team Skull gegen die Aether Foundation kämpfen muss, weil sie die Ultra-Bestien entfesseln? Und in diesem Kampf, Gladio, mir egal wie der Typ heißt mit der komischen Frisur in der Zitterhand, wenn in diesem Kampf dieser Charakter stirbt und uns im letzten Atemzug mit einer richtig kranken, krassen Zwischensequenz sein Armigento gibt, um die Ultra-Bestien zu besiegen. Es ist nur eine Theorie, Leute. Es ist wirklich bloß eine Theorie. Ich habe mir Zirlos Video angeguckt. Ich habe vorher auch schon überlegt, ein Video dazu zu machen zwischen dem Zusammenhang zwischen Arceus und Armigento. Und Arceus ist ein gutes Pokémon. Es kommt eigentlich meistens nur dann zum Vorschein, um Streits zu schlichten. Und was wäre, wenn irgendwie ein Stück von Arceus abblättert in einem Kampf oder irgendwie ein bisschen Blut zu finden ist von Arceus oder ein Fossil von Arceus oder ein Stück von Arceus? Daraus wird das Typ 0 Pokémon erschaffen, um gegen legendäre Pokémon zu kämpfen. Und man braucht es in Pokémon in Sonne und Mond, um die Ultra-Bestien zu besiegen. Ist, wie gesagt, nur eine Theorie von mir. Ich weiß selbst noch nicht, ich habe das Spiel noch nicht mal ansatzweise in Händen gehalten. Und ich weiß, wie gesagt, selbst noch nicht, was es damit auf sich hat, aber es wäre auf jeden Fall denkbar. Und ich hatte gerade noch eine Eingebung, die mir gerade entfallen ist, dummerweise. Aber dazu mache ich eventuell nochmal ein anderes Video. Ja, das ist so irgendwie meine Theorie. Achso, doch, mir ist gerade wieder eingefallen. Und zwar, passt auf, mit Arceus, mit der Ähnlichkeit zu Armigento, dieser Zusammenhang zwischen Arceus und Armigento, wir sind jetzt in Generation 7. Wir hatten in Generation 3 ein Remake von Gen 1. Wir hatten in Generation 5, in Generation 4 ein Remake von Gen 2. Generation 5 hatte kein Remake,
Generation 6 hatte ein Remake von Generation 3. Wie wäre es, wenn sie mir diesen Zusammenhang zwischen Arceus, Amigento, Typ 0 etc. pp. Eine Brücke schlagen wollen? Von Pokémon Sonne und Mond zu den Remakes von Pokémon Diamant, Perl, Platin. Wir haben in Diamant, Perl, Platin die Thematik, dass Sachen durch Raum und Zeit reisen können, diese verzerren können etc. pp. Wir haben Dialga, Palkia, Wäscher von Raum und Zeit, wir haben Giratina, den Wäscher der Zerrwelt. Und was wäre, wenn sie dadurch die Brücke schlagen wollen zu eventuellen Fortsetzungen mit der Thematik von Pokémon Diamant und Perl? Fände ich persönlich ziemlich cool. Ich liebe Diamant, Perl und Platin, vor allem Platin war eine genial geile Edition. Und das war jetzt meine Theorie zu Amigento, den Ultrabestien, wie das Ganze eventuell irgendwie einen Zusammenhang finden könnte. Und ich freue mich extremst auf Pokémon Sonne und Mond jetzt nach diesen ganzen Veröffentlichungen und nach diesen ganzen Thematiken, die dann langsam aufbrodeln und man sich so denkt, okay, geil, das wird ja immer besser hier. Und was haltet ihr davon? Schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, ah, Bimon, das könnte stimmen, du kriegst einen Keks von mir, oder denkt, Alter, das sind meine Kekse, die behalte ich für mich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.